Stell dir mal vor, es ist eine ruhige Nacht. Alle schlafen in ihren Bettchen, alles scheint gut zu sein. Doch so ist es eigentlich gar nicht. Bald wirst du vom Lärm draußen geweckt. Müde und verwirrt verstehst du gar nicht, was los ist. Nicht mal die Geräusche kannst du richtig zuordnen, so schlaftrunken wie du bist. Irgendwas scheint aber definitiv los zu sein, die steht fest. Du stehst aus deinem warmen Bett auf und möchtest nachschauen, was draußen los ist, was deine geliebte Nachtruhe stört. Du schaust aus deinem Fenster. Für gewöhnlich hättest du eine ganz normale Aussicht auf das Haus deiner besten Freundin, die zufällig auch deine Nachbarin seit Kindheitstagen ist. Stattdessen siehst du den Albtraum vieler Menschen direkt vor deinen Augen, blaulicht vor lodernden Feuer. Der Lärm, den du zuvor nicht zuordnen konntest, kommt von den Sirenen. Bei näherem Hinschauen siehst du einen Krankenwagen und mehrere Feuerwehrwagen. Kurzerhand entdeckst du auch die Familie deiner besten Freundin, dennoch nicht sie selbst, auf deiner Straßenseite stehen. Das Haus unmittelbar vor dir brennt. Du siehst deine beste Freundin bei dem großen Baum im Vorgarten stehen, auf dem ihr als kleine Kinder immer hochgeklettert seid. Normalerweise würde sie lachen, doch jetzt weint sie einfach nur. Sie scheint vollkommen aus der Fassung zu sein, obwohl sie noch immer dieses besonnene, ruhige und gleichzeitig taffe Mädchen war. Schockiert über das Bild vor dir, handelst du instinktiv und schaffst dir sofort deine Jacke, ehe du zu ihr nach draußen eilst. Bei ihr angekommen, fragst du zuerst nach ihr Wohlbefinden und nimmst sie fest in die Arme. Ihr Körper erlebt alle Schluchzern. Mit flüchtiger Stimme erklärt sie, dass es ihr selbst gut ginge, sie sich jedoch extreme Sorgen um ihren Hund macht. Nirgendwo hätte ihn niemand gesehen. Du verstehst ihre Sorge, schließlich hast auch du den Vierbeiner schon seit Jahren ins Herz geschlossen. Mit euch beiden ist auch dieser Hund aufgewachsen. Am liebsten wärst du in dieses Haus gestürzt, um ihn zu retten. Dennoch war jedem klar, dass dies absolut nichts bringen würde und es vor allen Dingen viel zu gefährlich wäre. Die Feuerwehrleute befinden sich schließlich in diesem Moment im Haus und suchen nach dem Hund. Das Einzige, was du jetzt tun kannst, ist bei deiner besten Freundin zu bleiben und sie so gut es eben geht zu beruhigen. Die Zeit verstreicht und doch kommt es dir so ewig vor. Ihr könnt nur hoffen, dass bald dieser Schrecken vorbei ist und der Hund sowie all die Einsatzkräfte unbeschadet wieder auftauchen. Und tatsächlich. Ein Feuerwehrmann kommt nach weiteren gefühlten Ewigkeiten zu euch, mit dem Vierbeiner in seinen Armen. Außer einer Beinverletzung scheint der Hund unverhindert zu sein. Wieder Flossen drehen, doch diesmal nicht vor Sorge, sondern vor Freude. Ihr möchtet euch beim Feuerwehrmann bedanken, doch dieser schüttelt nur den Kopf. Deine beste Freundin versteht nicht, was er meint. Bevor du überhaupt fragen kannst, erklärt er, dass ihr euch bei seinen Kollegen bedanken müsst und deutet mit dem Finger nach oben. Diesmal verstehst du nicht die Geste des Mannes, doch du siehst, wie sich die Augen deiner besten Freundin ungläubig weiten und sie ihre Hand vor ihrem Mund hält. Dann verstehst auch du, dass dein Kollege bei der Rettung des Hundes ums Leben gekommen ist. Du läufst mit deiner besten Freundin aus dem Friedhof raus. Gerade eben hat die Beerdigung des tapferen Feuerwehrmannes stattgefunden. Sie wirkt sehr betroffen. Auch du fühlst dich eher unwohl. Du fragst dich, wie diese Person wohl war. Hatte er eine Familie? Mit gerade 29 Jahren hat er sein Leben verloren. Ob er bereits Kinder hatte? Eins war sicher. Mutig war dieser Mann auf alle Fälle. Wie vielen hatte er bereits geholfen? Während du so nachdenkst, wird dir klar, dass er ein guter Mensch gewesen sein musste. Und während du so die ganze Zeit übernimmst, kam es dir nie in den Sinn, auch nur einmal zu hinterfragen, ob dieser Mensch irgendwie besonders schön oder hässlich war. Vielleicht war diese Person ein Deutscher. Vielleicht aber auch ein Ausländer. Eventuell hat er eine schwarze Haut. Aber es könnte auch eine Weiße gewesen sein. Kann sein, dass ein Christ war. Vielleicht war es aber auch ein Jude oder ein Moslem. Doch all diese Aspekte waren dir sowie deiner besten Freundin vollkommen egal. Denn was zählte, war sein tapferer Einsatz als Mensch. Macht es einen Unterschied, ob es ein asiatischer Buddhist ist oder ein Atheist aus Frankreich? Ganz klare Antwort, nein.